Hallo und willkommen zu einem kleinen Let's Read zu How to Be a God. Und wir haben inzwischen ja im Let's Play den Kodex des kaiserlichen Geheimdienstes mit den Verhaltensregeln für kaiserliche Geheimagenten und die Befehle von Don Prani bekommen. Und die werde ich jetzt mal vorlesen und vielleicht ein paar Referenzen ziehen zum Let's Play, zu dem, was wir schon wissen. Vor allem bei Don Pranis Befehlen könnte das sicher ganz nützlich sein, das nochmal zusammenzufassen, was wir davon schon erfahren haben. Und jetzt kommen wir erstmal zum Kodex des kaiserlichen Geheimdienstes. Kodex der kaiserlichen Aufklärung. Der Kodex zur Ehre und Schande der Aufklärung seiner kaiserlichen Majestät. Die Fakten des Kodex muss jeder erkennen und geheiligt halten, der die Ehre hat, seiner Majestät in der geheimen Aufklärung zu dienen. Man bedenke, dass es unmöglich ist, davon abzuweichen und dass uns keiner entlarvt und keiner uns bestraft. Wir vertrauen unseren Brüdern und sie vertrauen uns. Und es gibt keinen anderen, der unsere Taten überprüft. Aber wenn wir einmal davon abgewichen sind, lassen wir den faulen Wurm der Schande in unsere Seele hinein, der sie von innen auffrisst und uns zu Sklaven unseres eigenen Körpers macht, zu Dienern unserer eigenen Wünsche, Schuldnern unseres eigenen Gewissens. Wir sind es, die Meister unseres Geistes und unserer Ehre sein sollten. Regel 1. Der Kodex der Kaiserlichen. Aufklärung ist ein Regelwerk, das jeder Offizier der Aufklärung folgen sollte, ungeachtet seines Rangs und Status. Regel 2. Die Armee ist die Macht des Kaiserreichs, aber die Aufklärung ist ihre Listigkeit. Regel 3. Die Taten der kaiserlichen Aufklärung sind geheim und unsichtbar, aber die Macht dieser Taten ist groß. Regel 4. Der Rang eines hohen Offiziers der Aufklärung entspricht dem des Ordens. Er ist mit Ehre und Stolz zu tragen, aber heimlich und unsichtbar. Regel 5. Ein Geheimagent, der eine Aufgabe ausführt, sollte so unsichtbar sein wie die Klinge auf dem Feld. Beim Erfüllen der Aufgabe sollte der Offizier ein Prolet unter Proleten sein, ein Draufgänger unter solchen Leuten, ein Don unter adligen Dons. Aber er darf nicht vergessen, dass er kein Prolet ist, kein Draufgänger und kein Don, sondern ein Offizier der Aufklärung. Und er sollte diese Gedanken streng geheim halten. Regel 6. Der Verstand eines Mannes des Geheimdienstes sollte kühl sein, wie der Schnee der Berggipfel. Und seine Arme sollten rein sein, reiner als ein Diamant klarster Färbung. Regel 7. Der Tod und der Offizier der Aufklärung sind sich immer nah. Der Tod ist ein ständiger Schatten. Es hat keinen Sinn, sich vor seinem eigenen Schatten zu fürchten. Es ist lediglich nötig aufzupassen, dass einem der Schatten nicht so dicht auf den Fersen ist. Einen Moment, ich muss kurz was trinken. Regel 8. Die Geheimnisse eines Offiziers der Aufklärung stehen über allem. Es ist besser, seinem Schatten zu treffen, als vom Feind gefangen genommen zu werden. Regel 9. Der Kommandeur ist für den Mann des Geheimdienstes wie ein Vater. Seine Befehle sind wie der Wille eines Vaters. Es ist nötig, sie mit Vorsicht und Sorgfalt auszuführen. Regel 10. Wenn es sich so zutragen würde, es zur Aufgabe gehört, bei der Hochzeit eines adligen Dons zu erscheinen, sollte man sich nicht davor scheuen, etwas Wein zu trinken. Aber man darf nicht zu viel trinken und die Aufgabe nicht zu vergessen. Man sollte immer so tun, als sei man betrunken, als man wirklich ist. Ja, auch Regeln zum Alkohol, wie man sieht. Regel 11. Nicht vergessen, eure Macht ist keine Waffe. Eure Stärke liegt in der Listigkeit. Vermeidet Kämpfe. Es ist besser, den Feind in den Rücken zu treffen, als von Angesicht zu Angesicht zu kämpfen. Es ist besser, Feinde dazu zu bringen, sich mit ihren Freunden zu streiten, als selbst gegen sie zu kämpfen. Eure Stärke ist nicht nur in euch, nicht alle Menschen sind Freunde. Die Menschen sind eure Werkzeuge, benutzt sie. Eine Menge ist nicht wie viele Menschen, sondern nur eine.
Ein engstirniger, unwissender Wilder meidet Mengen und beherrscht sie. Regel 12. Lass den Kristall aus, Verstandes nicht von Gefühlen trüben. Denk daran, dass dies Schwäche ist. Regel 13. Wenn ihr keine Aufgabe zu erfüllen habt und in Uniform seid, benehmt euch besser als jeder adlige Don, denn die Ehre der Uniform ist heilig. Ja, das war schon der Kodex der kaiserlichen Aufklärung. Ein sehr interessantes Dokument zu den Verhältnisregeln. Sowohl in und außerhalb des Dienstes. Werde ich nochmal kurz was trinken. Und dann geht's zu den Befehlen Don Pranis über. So, Don Pranis Gebote. Gebote? Und wie viele? 10? Ihr müsst auf einem Schiff in das Territorium von Aachen kommen, das seit Jahrhunderten unser ist. Dieses Königreich wurde von Marschall Tots von Aachener unrechtmäßig geraubt, der Anspruch auf diese Ländereien erhob. Über hunderte von Zyklen fielen viele diplomatische Bemühungen auf unfruchtbaren Boden. Wir hatten keinen Erfolg und konnten die Ländereien nicht zurückgewinnen. Wir stießen auf den Stolz und den Zorn der achenarischen Herrscher. Heutzutage sind ihre Sturheit und ihr Eigensinn der Grund dafür, dass eine Gruppe Banditen, Betrüger und Ketzer in der Hauptstadt von Aachener die Macht übernommen haben. Sie haben die guten Bürger und treuen Soldaten des Kaiserreichs mit süßen, auf falschen Versprechen betrogen. Eure Pflicht ist es, den Anführer der Rebellen zu finden und zu töten. Arata, den Gutaussehenden, damit er keine treuen Menschen mit seinen Reden verführt und damit wir auf unsere Ländereien zurückkehren können. Wenn ihr eure Mission erfüllt, werdet ihr Ruhm und Titel erhalten und ihr werdet reich werden, denn die Großzügigkeit der Krone ist grenzenlos. Ja, das wollen wir mal auch schwer hoffen. Und so soll es sein, zum Ruhm des Kaisers. Der erste Sekretär des Büros für Geheimnispflege über die Güter des Kaiserreichs Graf Antomie Paco de Barou, PS, tötet diesen Schmuggler. Wenn ihr mir seinen Kopf gesalzen und geräuchert bringt, gebe ich euch zusätzlich 1000 Goldstücke und 2 Stücke kaisanische Seide. Das klingt ja gut. Und dann Prani wird euch die persönliche Bitte des Kaisers mitteilen. So, das war's auch mit den Fehlen Don Pranis. So, und da beenden wir dann auch das Let's Read. In diesem schönen, stimmungsvollen Lagerfeuer. In dieser Nacht. Und sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt Let's Play Hard to Be a God. Bis dann.